Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher so, 3. Wir haben gerade mit dem Fischer gesprochen und mit der ganzen Familie genau genommen. Hallo Junge. Der möchte nicht reden. Warte, kann ich nur mit deiner Mutter reden? Hat die was zu sagen? Ich glaube nein. Ich mache einfach mal das Feuer aus. Ah nee, das kann ich nicht machen. Was habe ich ausgemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich ausgemacht habe, aber ich wollte es gerade wieder. Hallo Kinder, lasst mich durch! Hilfe! Ich werde umzingelt. Achso, die Kerze habe ich Leute. ausgemacht. Wir wollen keinen Streit. Nein, nein. Von mir gibt es sowieso keinen Streit. Nichts Streit starten, ich mache gerade damit Schluss. Zitat Ende. Na, ich möchte die Kerze anzünden. Hallo? Jetzt. Geht doch. Und wieder raus. Na, Hier Kleiner? trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Arrivederci und sowas. Ich würde gerne erst die Tochter finden und dann mit dem Baron reden, wenn es geht. Hopp. Hopp. Na toll, die Frage ist jetzt, wo ist Ochsenfurt? Hopp. Das ist das mit dem Baron. Wo ist Ochsenfurt, ist die Frage. Da. Ich würde gerne dorthin gehen als erstes. So. Na. In die Richtung. Na, genau genommen in die Richtung. Also donnert immer noch. Wow. Schicker Baum. Wirklich toll hier. Wirklich toll hier. Da ist ein totes Tier. Hat sich gereimt. Da ist noch ein totes Tier. Da ist eine Leiche. Hallo, was geht denn hier ab? Blumen. Ja. Einfach mal eine Leiche geplündert. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Warum liegen hier überall tote Dinger? Oh, guck mal, eine tote Ameise. Wow. Hä? Ist der von vorhin oder? Nee, ist ein neuer. Hä? Warum sind die über Leichen? Wo bin ich denn hier gelandet? Wo ist... hier irgendwo? Hallo? Bist du taub? Ab mit dir, Bitte? verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach Euer seinem Monster? Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und Oh. ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht, ich bring diesen Hurensohn um. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein. Ein Hexerbalg. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank.
Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da, der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sagt mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Muss schon krass sein, so für einen Vater. Oh, Schlägerei! Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Oh, ich will auch jemanden in die Fresse hauen. Ich hab nichts getan. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Auf die Fresse, auf die Fresse. Und hoppa. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Dem Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Ja. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Oh Mann, kann ich dir das Geld nicht geben? Aber das ist voll gegen meine... Mann! Ich weiß nicht, ich will mich doch nicht besiegen lassen. Hallo, ich bin Geralt von Riva, der Hammer. Ich lasse mich doch nicht von so einem Fischer besiegen. Kann ich dem kein Geld geben oder so? Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Sorry, mein Bester. Ist übrigens cool, so voll ohne Oberdings. Tja. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zeit, dass du gegen Jonas antrittst. Und dann gibt es noch den Schmied in der Taverne am Scheideweg. Geh dorthin, mein Freund. Wo ist Jonas? Nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Sorry. Ich wollte Jonas gegen Jonas kämpfen. Fischfresser. Was willst du? Ich musste gewinnen, aber deine Familie soll nicht hungern. Hier, nimm die Börse. Das... Oh, danke, Meister. Na, zum Glück haben die so viel Mitleid mit mir gehabt. Hallo? Der Hauptmann hat vom Baron eins auf die Mütze gekriegt. Bekanntmachung wieder mal. Grüß Gott, grüß Gott. Was bist denn du? Willkommen am Arsch der Welt. Ja, schön hier. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Hallo Bauer. Ja. Hallo Bäuerin. Hallo Bauer. Hallo Typ. Hallo, hallo. Keiner will reden. Okay, dann halt nicht. Tach. Ebenfalls. Na, komm. Ich muss weg. Ich muss Tamara finden. Hallo? Wie redest du mit mir? So, Nebenquest, Blutsbande, möchte gern Hexer. Komm, ich mach als erstes das. Na, oh, dann laufe ich hin. So. Gloriel geht es immer noch schlecht. Und
Warum so eilig? Weil da ist ein Typ, der kurz vorm Verrecken ist. Ist das ein Berg? Wie soll ich einen Berg hochklettern? Ah, okay, irgendwie geschafft. War ich hier nicht schon mal? Oh, hallo, möchte gern Hexer. Alles klar? Na? Verstecken. Das sind Monster. Oh Gott. Was für eine Flasche. Hallo, ist jemand? War ich hier nicht schon mal? Hier sind noch Fußabspuren. Fußabdrücke. Nase. Oh, Hasen. Huch. Och, Mensch. Komm schon, komm näher. Tja. Ich wollte eigentlich Hasen jagen. Der rollt noch weiter vor sich hin. Tja. Was mit den Hasen? Tja. Mist. Wo ist der Hexer? Na du Lauch. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Oha. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Das frage ich mich auch. Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten, dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Huch. Hehehe. Sorry. Also mein Handy nicht auf lautlos. Das Monster war wild. Es brauchte zwei Hexer, um es zu besiegen. Das ist eure Sache. Warum mache ich das? Der da wollte kein Geld. Also gibt's nichts, worüber ihr euch streiten könntet. Natürlich. Dieser Hexer hat also die traditionelle Belohnung verlangt. Ein weiteres heiliges Hexerprinzip, das man kennen sollte. Ja, nämlich? Sein Versagen abarbeiten. So ein Hexer, der Hilfe eines Bruders bedarf, muss er sein Medaillon in der Erde vergraben und damit seinen Handel widerrufen. Alsdann muss er ein Jahr lang für den Dorfältesten schaffen. Ihr könnt ihn jetzt hinbringen. Oh, ein Hexer wiegt gewiss zwei normale Arbeiter auf. Mindestens zwei. Lebt wohl. Ach ja, das war's. Ein Ghoul getötet und zack, haben die einen Arbeiter mehr. Na da! Mit welchem Jungen soll ich sprechen? Die Herren des Waldes. Ach so, das ist die Quest ne, und so. Fäuste von Velen. Würde ich gern machen, aber wo ist der Schmied, ist die Frage. Lelelele. Da hinten. Wie komme ich da hin? Von hier. Da soll ich nicht hinrennen. Nee, komm, scheiß drauf. Huch, ich möchte mich schlägern. Da in die Richtung. Schlägerei. Mist, leben beide noch. Erwischt. Erwischt. Ha. So, wo ist der andere? Na? Oh, ich wollte Fleisch. Hier weint jemand. Huch, da. Bäuerin? Hallo? Jetzt hauen Sie mal ab, ich möchte mit dieser Frau reden.
die nicht reden möchte. Okay, dann halt nicht. Dann soll sie aber auch aufhören herumzuweinen wie ein Kind. Mhm. Ja, was sind das für Kinder? Warum lernen die sowas auswendig, ist die Frage. Wo zur Hölle? Ach da. So. Kommt noch eine Schlägerei. Noch einen die Visage irgendwie anders gestalten und dann geht's weiter mit der Hauptquest. Hi. So. Wer will Schläge? Sorry, Hund. Waren wir hier nicht schon mal? Was? Grüß Gott. Sei gegrüßt. Okay, nichts Danke. Neues. Leb wohl. Ich hab gedacht, weil wir den Typen kennen. Ich kenne die irgendwoher. In Krähenfels haben sie ja nichts gegessen als Soufflés und Wachteln. Und dann die Unbequemlichkeit einer Hütte. Solltest du einen großen Bogen machen? Dieser schwieg hier nicht aus der Stadt. Hä? Sein Kopf wurde... Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Mhm. Richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Natürlich will ich das. Ha. Komm. 70 Groschen drauf und ab geht's. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. So, Geralt der Hammer ist jetzt unterwegs. Aua. Oh, der ist Level 9. Mist. Ich wusste gar nicht, dass beim Boxen auch Treten erlaubt ist. Ins Gesicht, Junge, ins Gesicht. Yay, da steht irgendwas, ich kann es nicht lesen. Faust, irgendwas. Aus dir könnte man einen Meister machen. Du musst noch Jonas besiegen. Viel Glück. Schaffe ich. Ich habe wirklich, ich überlege wirklich, ob ich diese FPS-Anzeige da nach oben rechts tun soll, damit ich lesen kann, was für Errungenschaften ich krieg. Wer hat mich geschickt? Hallo? Redet ihr mit mir? Nee? Okay. Die haben nicht über mich gesprochen, deswegen... Der nächste. Der war da, Schwarzzweig. Na. Der Schmied. Jetzt wird wieder ein Schmied zusammengeschlagen. Was? So. Wo ist der Schmied? Ich bin hier, um Schmiede zu klatschen. Schon wieder eine heulende Frau. Warum heult hier jeder? Ach, der Schmied mit den Kindern? Oh, den kann ich doch nicht verdreschen. Vielleicht ich? Natürlich. Ja klar. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auf. Oh. Verstehst du? Was meinst du? Der hat mir zugezwinkert. Ja. Ah. Wie lauten die Regeln? Es wird hauptsächlich mit den Fäusten gekämpft. Aber ein gelegentlicher Tritt in die Eier wirft auch keine Fragen auf. Besiege Jonas, dann den Schmied und dann Stan Fischfresser. Dann darfst du gegen den Feldwebel antreten, den Meister von Wählen. Ja, bin bereit. Der hat mir zugezwinkert, oh Gott. Na schön, mal sehen, wie ja. Weit Jonas ist. Im Kämpfen, ja? Im Werde Kämpfen. Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Vagabat? Wagga, wagga. Ah, den stärksten haben wir also gerade eben besiegt. Haha. Okay, der ist schnell.
Wir können auch ausweichen übrigens. Oh, die Kämpfe werden überhaupt nicht schwer. Oh, okay. Ich darf bloß nicht wie ein Irrer jedes Mal reinhauen. Geralt ist cool. Junge, willst du mal... Zäh, Versager. Na du? Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Wenn du Meister werden willst, geh nach Krähenfels und frag nach dem Feldwebel. Oder versuch dich in Novigrad. Da wird auch gekämpft. Und in Skellige. Lieben gern. Na du? Guten Tag. Ja, Lumpen. Ist das der nächste? Wohin muss ich? Oh, das ist beim Baron, ne? Ne, der Baron ist... Ne, das ist der Baron. Okay, dann gehe ich als erstes hier hin. Huch. Da. Lasst mich durch. Hoppa. So. Zum Baron werden wir sowieso noch später hin, deswegen... Na, lasst mich durch. So. Yay. Ich mag auf jeden Fall so Faustkämpfe. Ich glaube, ich werde es mit dem Reiten schwer haben, aber so Faustkämpfe ist genau meins. Quest. De Familienangelegenheiten. Karte. Ach du Scheiße. Huch, wo bin ich denn hier? Du wirst ersticken. Meinst du? Der meinte, ich wird ersticken. Tja. Bleib stehen. Na? Du Reh, jetzt. Ich hab dich in den vor mir der Geduld. Streitlustig, Reh? Ja. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, ja, ich hab grad gejagt. Halt die Klappe. Hallöchen. Was? Hallo, hab ich gesagt. Pass doch auf. Ja, ich hab doch nur Hallo gesagt. Menschenskinder. Hallo, Kinders. Passierschein. Was komm ist schon, das? Wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Novigrad seit über 8 Generationen. Der Krieg hat uns in Vysima überrascht. Da darf ich da nicht durch? Kein Durchgang. Warum nicht? Halt. Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein, wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl, nur mit Passierschein. Toll. Wo kriege ich einen Passierschein her? Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Ehrlich. Toll. Bis dann. Okay, wir müssen zum Baron. Du kannst nicht vorbei. Ja, lasst mich durch, ihr Hampelmänner. Hast du's eilig? Es ist ja wirklich... Ah, pass doch auf. Durchlassen. So. Alle. Sie haben alle Schätze von Vysima geplündert. Hier liegt ein totes Tier, räumt's mal weg. Und Bams. Habe ich den Typen wohl erschreckt? Mhm. So. Da kommen wir nicht durch, also direkt. Boah. Boah, ist das hell. Oh Gott, ist das hell. Boah, die Sonne. Oh.
Na, wo ist es? Da. Okay, auf zum Baron. Jetzt müssen wir jemanden zusammenkloppen. 25 Minuten. Erst kloppe ich jemanden zusammen, dann beende ich die Folge. Hihi. So. Wow. Oh, Alter. Wow. Hammer. H-A-M-E-R, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm mal her. Hallo, Gans. Beides. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. War das ein Festmahl? Lass es bleiben. Keine Angst, wenn der kommt schon von allein. Dass jemand Schweinefraß stiehlt? Oh Gott. Die Frauen geben untereinander an. Sorry, ich wollte nicht stören. Das Kind ist gerade gespawnt. Alter Finne. Hopp. So. Lasst mich durch, ich muss jemanden zusammenschlagen. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Ein ja? Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Hast nicht gesagt, es gibt kein Ahnenfest? Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe vergilt. Vergilt, oh Gott. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest nah. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Aber ich will noch jemanden zusammenschlagen, warte. Die Frau hat gerade eben merkwürdig geguckt. Weißt du, wer ich bin? Nein. Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das ach, doch. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Ach ja, komm, lass stecken. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt na, benutzen. Wo ist das andere? Wenn ich gerade dabei bin, kann ich auch gleich meine Rüstung machen lassen. Wo zur Hölle? Da fährt jemand Motorrad. Ja, aber wirklich jetzt, wo? Was kann ich für dich tun? Grüß Gott. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Gellige? Aus Arzgellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Nette Frau. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Ach du Heilige. Ich kann meinen Sattel mal verkaufen. Und... Boah, plus 13. Muss aber repariert werden.
Kannst du mir auch was herstellen? Nee, ne? Das kann nur der Mann. Naja. Leb wohl. So, ich muss einem Typen in die Fresse hauen. Ich komme gleich wieder. Da war irgendwo da hinten, ne? Speichern. Hexer. Feldwebel. Ein Wort bitte. Soll ich dich zusammenschlagen oder? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Okay. Aber ich will den Typen erst zusammenschlagen, das ist mir wichtiger. Was faselst du da? Ach, das bist du? Nee. Du? Nee, du? Wen soll ich in die Fresse hauen? Dir soll ich in die Fresse hauen? Hä? Tja. Dann halt nicht. Aber das ist dann in der nächsten Folge. Schade. Ich wollte den Typen hauen. Naja, egal. In der nächsten Folge gucken wir dann, warum der Typ nichts mehr isst und trinkt. Der muss was essen, bevor er krepiert. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch viel Spaß und tschüss, bis dann.